Willkommen zurück zu Mario Soga Treasure Hunt, hätte ich fast gesagt. Aber es ist Mario Dawn to Darkness und wir sind auf dem Weg zu einem mysteriösen Turm im Norden. Was ist das für Musik? Oh, Link's Awakening. Oh. Geil. Ich habe es nur ein- oder zweimal gezockt, dann hatte ich irgendwie genug davon. Ich konnte mit diesen Handheld-Zeldas generell nie so viel anfangen. Fragt mich bitte nicht, warum. Vielleicht, weil ich dann schon zu verwöhnt war von A Link to the Past und Ocarina of Time, dass das so ein bisschen an Reiz verloren hat. Ich hoffe, das kann man mir nachsehen, was aber nicht heißt, dass ich die Teile geringer schätze. Also die neueren kenne ich gar nicht so gut, aber so Link's Awakening... Und gut, Zelda, bla bla. So, was ist denn hier? Lol, einfach mal ein Canyon. Das verwirrt mich gerade, weil ich überhaupt nicht weiß, wo ich lang soll. Da der Screen unten zu Ende war und es nach oben geht, schätze ich mal, will ich auch nach oben. Nur so eine Intuition. Nur so eine Intuition. Oh mein Gott, wo bin ich denn hier? Ah, P-Switch. Vielleicht brauche ich den, um in diesem Areal weiterzukommen. Ja, da ist zumindest ein Pfeil. Lol. Achso. Nee, stopp. Ich will doch wissen, was du mir sagst. Oh Gott, falle ich runter, falle ich runter? Ja, ich falle runter. Danke, liebe Safe States. Was sagst du mir denn? This area focuses on finding a P-Switch, which I have already found. Try and go everywhere to find the P-Switch. Ja, war ich doch schon. Hammerfett. Lol, lol. Boah. Mm. Und jetzt müssen wir uns, glaube ich, von der Musik verabschieden. Ja, müssen wir. Und heißen die gewöhnliche P-Switch-Musik willkommen. Lol. Wo die überall angerutscht kommen. Und das war's schon? Okay. Dawn to Darkness, sage ich da nur. Bap. Kommen wir schon zum Turm? Hui, mega spannend. Goldenrod Ruins. Da finden wir eine Rod. Lol. Was geht hier denn ab? Ach so, Golden Rods wahrscheinlich hier wegen dieser goldenen Röhren. What the fuck? Lol, lol, lol. Fast runtergefallen. Ist das die natürliche Formation von Koopas? Ich glaube nicht. Okay, und das wäre jetzt der Sinn gewesen, dass ich mir da ganz viele Extra Lives hätte absnacken können. Ich verstehe den Sinn des Levels gerade nicht. Oh! Da hing es hart, weil ich gesavestated habe. Und nebenbei, das muss ich gerade mal gestehen, auch noch encodiere. Also mein Rechner hat gerade einiges zu tun. Aber das passt schon. Hep. Kommt hier noch was? Nein. Exploring Jumps wird man mir ja wohl gestatten. Da, 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 da. Fett. Super Mario World 2. Und was ist das? Röhrenrätsel oder was? Ah, oh, ich da gar keinen Bock drauf habe. Na, okay, da muss ich das ein bisschen systematisch machen. Die erste glaube ich mal nicht. Ich tippe mal hier auf die mittlere. Die war's nicht. Doch, die war's schon. Aber welche ist es denn jetzt? Oh Gott, ich habe so viele Alternativen. Ich probiere mal die hier aus. Weiß ich doch nicht. Oh mein Gott. Lol, das war richtig. Jetzt nochmal so eine Chose hier. Ich mach das mit Safe States, das ist mir sonst echt zu haarig. Okay. Nice. After some investigation, Mario has found a peculiar switch. Yellow blocks can now be used. Ah, das wird's mir auch einfach machen, in dem ersten Level dann den Secret Exit zu finden. Wie gesagt, ich habe es auch schon ohne diese gelben Blöcke geschafft. Das ist nicht unmöglich, aber doch sehr viel bequemer mit. Lol.
Ah, wie er nicht geschossen hat vorhin. Bullshit. Na gut. Hier sollte es irgendwo... What the fuck? Gib mir einen Pilz. Ja, also, geht doch. Und, ja, da sind die gelben Blöcke. Oh, wo Pilze rauskommen, die ich mir snacken möchte. Lol. Hoffentlich sind die gleich noch da. Ja, ja, ist gut. Wayne einfach nur. Dich nochmal wieder aktivieren. Und dann brauche ich gleich den P-Switch, wenn ich das richtig gesehen habe, um da vorne durchzukommen. Ja, das geht klar. Pilz! Mama, nein! P-Switch nehmen. Okay, alles Klärchen, Pupärchen. So, jetzt muss ich aufpassen. Lol, jetzt komme ich da nicht hoch, oder was? Boah, diese behinderten Ranken, ne? Irgendwann schneide ich euch alle ab. Kastration! Was, wieso? Lol, Yoshi. Hui! Und dann nehmen wir Yoshi doch nochmal mit und spucken den Schlüssel aus. Yoshi's Woods. Ja, gut, dass wir Yoshi dabei haben in Yoshi's Woods. Okay, hier die Overworld-Musik. Und was sagst du uns? These blue star blocks always have a mushroom handily inside, ready to replenish your health bar. Und da unten scheint das Ziel zu sein. Das ist ein bisschen eigentümlich, finde ich. Dass Start und Ziel so nah beieinander liegen, das macht logisch gesehen keinen Sinn, denn wieso sollte da unten das Ziel sein? Was will ich da? Warum sollte ich ein Interesse daran haben? Ja, das erschließt sich mir nicht so ganz. Aber wie auch immer. Lol, runtergefallen. Dann gucken wir erstmal, was es hier unten Schönes gibt. Nein, Yoshi! Shit. Okay, P-Switch. Ja, sicher, war doch klar. Lol. War ich hier nicht gerade? P-Switch? What? Ach so. Ja, okay. Habe ich mir doch gedacht. Mensch, du Lümmel von Spiel. Na gut. What the fuck, Lakitos? Hier im Boden? Da gehört er doch eigentlich nicht hin, oder? Lol, Musik. Ha, da habe ich was gesehen. Ist das etwa das gute alte Donkey Kong Country Bonus-Level-Muster? What the fuck? Dass man... Nein! In den Leveln, also in den Bonus-Leveln, nochmal so geheime Sachen versteckt hatte. So wie hier zum Beispiel. Und... Ah, wo führt es uns hin? Ich vermute, dass da oben nichts kommt. Ja, hier ist Schluss. Ach so, ja, Schluss ist da hinten am rechten Rand. Deshalb geht der Bildschirm erst jetzt wieder nach links, wenn ich erst ein Stück auch nach links gelaufen bin. Na gut, hätte ja sein können. Hammer wäre jetzt, wenn da noch irgendwie Secret Blocks oder so versteckt gewesen wären. Ein Schlüsselloch oder so. Aber so assi ist der Hack, glaube ich, nicht. Und, wow! Ehmanns gedacht. Da. Schwupps. Da. Yoshi's Labyrinth. Oh Gott, Labyrinth. Ey, da habe ich keinen Bock drauf. Das machen wir im nächsten Part. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dahin. Bye, bye.